hätte. Außerdem interessieren mich Männer nicht. Hab ihm das auch gleich gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Ah, okay. So. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Oh, danke für die Hilfe, aber ich kann mir dem nichts verkaufen. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Na, jetzt habe ich wahrscheinlich... Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Jetzt kann ich beim ganz normalen Chantwich einkaufen. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Das ist aber schön. Wolfsmaske. Die können wir ja mal kaufen, ist ja cool. Ja, ist klar, ist keine Rüstung. Ja, verkaufen kann ich ja bei dem nicht großartig. Und Pferdetasche hat er leider auch keine. Aber ich gebe gleich einen guten Preis für die Sachen hier. Oh, mehr Geld hat er nicht. Na, die kann ich noch loswerden. Na, die nicht mehr wirklich. Na gut, immerhin. Sind wir mal unseren Ballast losgeworden. Aber ich brauche trotzdem die neuen Taschen, es ändert nichts. Weil wenn wir jetzt auf Fragezeichenjagd gehen, sollte ich schon schneller unterwegs sein. Wo war denn hier der nächste Händler? Wo war denn der noch? Hier ist noch einer. Alles klar. Warte, wo ging's denn? Da geht's auch in die Burg rein, oder? Ich glaube ja, ne? Ja, alles klar. Sehr gut, dann schauen wir uns das nämlich jetzt mal an. Hilf einem armen Kerl! Ah, hier unten. Ich glaube, da war es nämlich auch, oder? Ich hoffe ja. Die besten Vorräte in ganzen. Nicht drängeln! Es reicht. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Okay. Zeig doch mal. Scheiße. Bis dann. Jetzt klappern wir wahrscheinlich alle Händler ab. So wird's jetzt kommen, glaube ich. Wo haben wir denn hier noch einen? Hier ist noch ein. Also der ist näher.
Probieren wir den noch. Der ist doch ein Stückchen näher. So. Mal geschaut. Aus welchem Dorf kommst du? Das muss eine Verwechslung sein. Du bist hier der Einzige. Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Naja. Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Habt ihr das gehört, Jungs? Jetzt geht's rund! Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Jetzt! Nein! Lumpis. Das sind eh nur Banditen. Geh nach Hause, Kaufmann. Und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Oh. Bin ich kaputt. Jetzt kann ich nicht. Mhm. Oh, jetzt kann ich nicht mit dem Handel betreiben. So ein Scheiß. Jetzt bin ich wieder überlastet. Hey, ich werde bekloppt hier. So ein Kack, ehrlich. Ah, da steht er jetzt. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Oh Gott, das kann ich jetzt auch noch langsam zum nächsten Händler spazieren, oder was? Nee, ich kann auch mit Blitze reiten, ne? Ah, da kommt Blitze. Sehr gut. Genau richtig. Nee, nee, nicht da rein. Bleib hier. Langsam. So, sehr gut. Schneller. So, Dalle. Jetzt sind wir wieder am Kurs. Doch ein bisschen schneller. Was für ein Lächeln. Wie eine offene Wunde. Okay, schneller kann man hier nicht reiten in der Stadt anscheinend. So, hoffentlich ist der ein bisschen... Das ist ein Obsthändler. Oh, oh Gott. Na, gucken wir mal darüber. Ja, am besten ich reite so, ne, oder? Aber der Pfeil fehlt mich so. Dann reiten wir da mal hin. Oh, ich glaube, das war es nicht sogar der hier, der was zu Taschen hatte. Irgendeiner hatte doch Taschen. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Achso, ist auch so ein Obst. Nee. Nee, ist kein Obsthändler, oder? Oder doch? Ah, sieht sehr nach Obsthändler aus. Dann gehen wir doch eins weiter. Ah, ich tue mich nicht mal ein bisschen voll trinken. Oh, 35 Meter. Ja, dann gehen wir jetzt halt einfach langsam und gemütlich hin. Ist ja egal. Wir sind ja trotzdem gleich da. Da. Was war das? Ist das immer so ein kurzer Ladebildschirm oder was stellt das da? Oh ja, der hatte die. Genau. Genau, genau, genau. Sehr gut. Steht da? Das war Zeit. Oder verkauft er auch was? Was kann ich für dich tun? Ja, okay. Ich würde gerne ein paar... Da bist du hier richtig. Ja, tausch mal um. Viel kann es nicht sein. 204 Kronen wieder? Woher? Aber mich soll sich stören. Ist doch gut. So. Das ist verboten. Sofort aufhören. Mich wundert eigentlich gerade, warum die Kamera so nah ist. Aber ist egal. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Warum verkaufst du mir dann nichts? Ah, jetzt. Willkommen, willkommen. Hallihallo. Was hast du denn da? Ich werd bekloppt hier. Null Gewicht, null Gewicht, null Gewicht. Man wollte es nicht verkaufen, es hat alles kein Gewicht.
Das hat ein bisschen Gewicht, dann verkaufe ich die 5. Ach, ich bin noch immer zu schwer. Hasenfell. Magst du das nicht kaufen? Da ist 6 von den Pfeifen. Noch immer zu schwer. Nur, dass ich zumindest laufen kann. Och, ich bin noch immer zu schwer. Jetzt aber. Sehr gut. Bemerkt hätte. Außerdem interessieren mich Männer nicht. Hab ihm das auch gleich gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Ah, okay. So. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Oh, danke für die Hilfe, aber ich kann mir dem nichts verkaufen. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Na, jetzt habe ich wahrscheinlich... Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Jetzt kann ich beim ganz normalen Chantwich einkaufen. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Das ist aber schön. Wolfsmaske. Die können wir ja mal kaufen, ist ja cool. Ja, ist klar, ist keine Rüstung. Ja, verkaufen kann ich ja bei dem nicht großartig. Und Pferdetasche hat er leider auch keine. Aber ich geh gleich einen guten Preis für die Sachen hier. Oh, mehr Geld hat er nicht. Na, die kann ich noch loswerden. Na, die nicht mehr wirklich. Na gut, immerhin. Jetzt sind wir mal unseren Ballast losgeworden. Aber ich brauche trotzdem die neuen Taschen, es ändert nichts. Weil wenn wir jetzt auf Fragezeichenjagd gehen, sollte ich schon schneller unterwegs sein. Wo war denn hier der nächste Händler? Wo war denn der noch? Hier ist noch einer. Alles klar. Warte, wo ging's denn? Da geht's auch in die Burg rein, oder? Ich glaube ja, ne? Ja, alles klar. Sehr gut, dann schauen wir uns das nämlich jetzt mal an. Hilf einem armen Kerl! Ah, hier. Dass ein Hexer in der Stadt ist. Deine Schwester hatte recht. Willst du mich? Ich mag dich.
Ich will die Nacht mit dir verbringen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Was für eine Anmut, was für eine Eleganz. Jetzt muss ich mir wieder alles anlegen, oder was? Ne, die hatte ich an, ne? So, dann haben wir das auch mal erledigt. So, Stiefel, das hier, Schwerter habe ich drauf. Passt. Du bist es, der Ausdauer. Vielleicht ein andermal. Achso, jetzt kann ich hier auch noch was machen, oder was? Meine Güte. Fehlt nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. So. Hier sind auch noch welche. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Verschlossen. Nee, ich meinte uns beide und dich. Oh, ach so. Oh, ach so. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich noch normale Händler finden. Jetzt waren wir zumindest mal hier drin, haben wir das auch mal gesehen. Ist ja Mittelalter, ne? Da war das alles ein bisschen reibungsloser. So, wo waren die Händler? Du bist der Älteste. Also sag uns, was machst du denn eigentlich? So, zum Schmied wollte ich. Die Temeria nehmen uns die Arbeit weg. Wie komme ich denn hier rein? Wo war denn der? Achso, das ist der Knödelschmied. Ich finde hier den Typen nicht mehr. Aber war nicht hier der Händler sogar? Oder ist der hier oben? War ich bei dem überhaupt schon? Abgeschlossen. Okay. Ah, du sollst anklopfen. Aufmachen! Ah, ich glaube, der hatte es. Ich glaube, jetzt sind wir endlich richtig. Was hast du anzubieten? Hat ja auch ein bisschen Zeit gekostet. Da ist es. 100. Ja, kostet 900. Ist jetzt nun mal so. 200. 20. Ne, das ist jetzt nicht so. Ja, die Stöcke kann ich ja auch noch verkaufen. Ja. Ne, da krieg ich sicher woanders mehr Geld für. Für die sicher auch. Weil hier habe ich noch ein paar Schwerter. Ah, krieg ich vielleicht auch noch woanders was einen besseren Preis. Aber ein bisschen Geld haben wir wieder zurückbekommen, dann passt das. Nein! Das wollte ich nicht. Ich will Karten spielen. Nein, will ich nicht. Dann mache ich hier mal einen wunderschönen Cut. Bis gleich.